Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Immer noch in der Schlacht um Basel. Ja, zur alten Brücke. Ich glaube, die alte Brücke kommt später, aber wir sind kurz davor und wir wollten gerade den Zug jetzt zu Ende machen. Wir wollten Ted heilen. Weil, warum nicht? Ich meine, er hat wenig HP. Warum sollten wir ihn nicht heilen? Das wäre ziemlich blöd, wenn wir es nicht tun würden. So, und dann gehst du jetzt auch mal da hoch. Dann haben wir hier das gesamte Gebäude gesichert. Ha! Seid abgelenkt! Okay, da hinten kommt schon Panzer und Herbert habe ich nicht in Sicherheit gebracht. Dann mache ich jetzt mal. Wenn es sein muss. So, fertig. So, Ingenieure haben noch andere Zwecke. Aber darauf können wir jetzt noch nicht so gut eingehen. So, was habt ihr zu bieten? Imperium. Und da kommt der Panzer. Was macht er da? Er nähert sich unserem Bayerzes Kampf. Bams. Hi. Oh, komm her, ich mach dich fertig. You don't say. Ja, wir haben ja oben alles im Überblick. Oh. Nein! Nein! Du Schwein, du! Na warte, das kriegst du zurück. Wir brauchen viele Einheiten, um diesen Panzer fertig zu machen. Hey! Why you not move? Oh, boah! Mach mal halblang hier. Schieße zurück! Verdammt, das hat nicht geklappt. Ja, wir können die mit Granaten von da oben bewerfen. Das ist schon mal geil. Au, 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 au. Konter! Verdammt. Immer nur diese paar Schüsse. Das Blöde ist, da oben ist auch noch ein Panzer, aber den können wir mit der Edelweiß fertig machen. Man fragt sich nur, welches Team schneller ist. Nur Munition. Jede Waffe hat einen bestimmten Anteil von Munition. Ja, okay. Ja, nach jedem Zug werden so Granaten und Raketen nachgeladen und ja. Bei normalen Munition ist das anders. Und Herbert zum Beispiel kann hier Munition geben, damit die im gleichen Zug normal hier schießen können. Und Zeugs. So. Ich würde sagen, Lago. Ah! Ich muss dich fertig machen. So, ich wollte schon sagen, wenn du genauso beschissen schießt wie Welkin, dann kriegen wir Probleme. So, nächster Schuss. John! Mach's doch fertig! So, von hinten können wir jetzt nicht so schnell. Boah, warum muss ich jetzt von hinten Spruch bei ihm bringen auf einmal? Ja, von hinten können wir im Moment nichts ausrichten. Deswegen müssen wir von vorne angreifen. Weil hinten ist ja der Schwachpunkt. Also dieses blaue Ding. Hey, hör auf! Aber ich töte dich lieber so. Weil wir es können. Ich habe ja mit zwei Dinger verloren. Da sind nur noch die da übrig. Ich sage mit unseren Anti-Panzer-Einheiten immer ein bisschen weiter, damit wir hinten im Panzer fertig machen können. Ich bin John. So. Du bleibst schön bei Lago. Oh, mit Sicherheit. Und Herbert, du sorgst mal für Munition. Wenn es sein muss. Kannst du auch die Wand wieder reparieren? Ja, wäre geil. Ja, du gehst jetzt mal weiter. Vielleicht schaffst du es ja, den Typen hier fertig zu machen.
Jawohl, Herbert. Boink. Boah, so viele Anführer schon erledigt. Das war cool, glaube ich. Du schaffst es noch bis dahin. Du schaffst es noch bis dahin. Ja, du schaffst es noch bis dahin. Habt ihr gesehen, wie er gerannt ist? Fast in Zeitlupe. So, Maika. Diese Nudeln habe ich auch gerne gegessen. Das waren noch Nudeln, oder? Ah! Nein, der Panzer hat sich schon ein bisschen bewegt, glaube ich. So, du. Aus noch drei Schüsse. Ja, du nimmst mal ihn mit. Ich weiß nicht, ob das bringt, aber. Warum zur Teufel denn nicht? Ja, wir kommen gut voran, finde ich. Jetzt kommt noch Wendy von der anderen Seite. So, dann kannst du noch weiter. Zumindest sind diese Sandsäcke hier so perfekt platziert. Wow. Was bist du denn? Aufs Maul. Boah. Boah, läuft mehr als gut. Er hat geblutet. Nicht mehr viele übrig. Wow, da ist jemand. Da hing jemand so voll im Gebüsch oder so. So. Ihr da oben seid gut platziert, aber Welkin, du sollst mal lieber vorangehen. Ich würde sagen, kümmerst dich um den Panzer. Da! Wow, du hast diesmal getroffen, ich fasse es nicht. Was für ein Wunder, das sollten wir feiern. Ich glaube, das ist schon nah genug. So, das haben wir noch in diesem Part, oder? Oh, guck euch das an. Au! You kidding me? So, jetzt kann er schon wieder nichts machen, geil. Wir können auch so viel machen, guck euch das an. Rosie! So, schaffst du es, den hier fertig zu machen? Vielleicht. Jawohl. Was habe ich denn eigentlich mal mit meinem Jawohl? Cool. Na, oh, Wendy. Ich muss mal den Typen hier fertig. Mit Explosion? Explosion! Sie steht ja voll auf Explosion, glaube ich. Ah! Jetzt bist du aber weit offen, Kollege. Und zwar für Ted. Oder auch nicht. Ich sehe den Typen kaum. Wie sieht's mit jetzt aus? Ha. Ich bin auf Nummer sicher. Zack. Einfach irgendwo hinschießen. Ja, er ist schon tot. Brauchst du nicht weiter schießen. Dann gehen wir mal mit Ted schon mal nach unten. Hi. Dann versuchen wir mal. Ich weiß nicht, Bedago. Ich glaube, ich Mitte ist jetzt schneller, ne? Da gehen wir durch mit. Wenn wir Glück haben, treffen wir den Panzer da hinten. Perfekt. Komm. Wir müssen jetzt da treffen und dann ist er weg. Zack! Da habe ich mir gedacht. Bams! Boah, wie wir hier alles zerstören. Wir haben ja gar keine Chance. So, Welkin, du gehst mal weiter. Du willst das Camp da eben beschützen? Das sehe ich nicht so. Oh Gott.
Und wir haben sowas von gewonnen. Alicia. Ich würde sagen, du kannst gleich schon mal nach unten gehen und das Camp da einnehmen. Oh Gott. Und schön auf den Kopf ziehen. Jawohl. Schon wieder jawohl. Und wir haben gewonnen. Wenn wir irgendwelche Leichen aufsammeln können, nehmen wir die einfach mal mit. Und dich nehmen wir auch mit. Und dann können wir das Camp hier einnehmen und Sieg für Team 7. Squad 7. Und die Operation ist komplett. Wir haben ihre Basis eingenommen. Jawohl. Ja. Schon wieder jawohl. Und Rang 10. Komm schon, ich hab's so stylisch wie möglich erledigt. Und guck ich an, wie viel Zeug wir bekommen haben. Ja, und jetzt die Waffe von dem Typen, den wir getötet haben im Gebüsch. Und bam. Flawless Victory. Ja. Ich würde sagen, das packen wir neu rein. Nur so zum Abschied. Eine Cutscene kann man, glaube ich, noch schaffen. Vielleicht schaffen wir die andere ja auch noch. Oh nein, ein Feind. Er hat uns schon im Visier. Direkt wird unser erster Sieg hier gefeiert, dokumentiert, veröffentlicht. Ja, es war auf jeden Fall sehr witzig, wie Leichen durch die Gegend geflogen sind und so. ラジオ放送局GBSの記者エレントです。ラジオ局の記者。第7小隊に帯同して従軍取材することになりました。これからよろしくお願いします。で、さっきの質問の続きをいいかしら。 Ich bin aber kamerascheu. So, und ich würde sagen, die packen wir jetzt auch noch schnell rein. So lange kann die ja wohl auch nicht sein. Ah, habe ich gerade so schnell gesagt? Wenn nicht, dann wird meine erste über 15 Minuten. Ja, Part. え、言うの息子だかなんだか知らないけどさ。所詮は大学通いの坊やだろ。まったくだ。お前こっちだ。Was du hast Kinder? Wow, das ging schnell. Perfekt. Dann sind wir direkt in Kapitel 4. Operation Cloudburst. Wir werden wahrscheinlich wieder im nächsten Part nur Cutscenes vorkommen. Okay, darauf gehe ich im nächsten Part ein. Nice, gut. Okay, ja, wir haben neue Bereiche freigeschaltet. So. Ja. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage herzlich auf Wiedersehen.